Katze, ich will hier ein Video machen. Da, ohne dich. Geh, na geh weg. Geh weg, Katze. Heute geht es mal um das Ausbauen der Scheiben in den Türen. In dem Fall hier eine alte Tür, wo noch zwei verschiedene Scheiben sind, also hier die Dreiecksfenster. Bei den neuen Modellen, wo dann die Scheibe im Gesamten ist, sollte das ähnlich funktionieren. Gründe können sein, dass die Scheibe hier verkratzt ist durchs Hoch- und Runterfahren und man eine neue einbauen möchte. Oder wie hier in dem Fall, dass man die Tür grundhaft sanieren will. Und deswegen komplett zerlegt. Die Scheibe wird nach innen unten rausgenommen, deswegen muss hier die Türpappe ab und vorher die Griffe, hier der Clips von dem Öffnungsmechanismus und vor allen Dingen die Fensterkurbel muss so entfernt werden, dass nichts kaputt geht. Dazu braucht man im Idealfall einen Verkleidungsausheber, damit die Türpappe, wenn sie noch im guten Zustand ist, keinen Schaden nimmt, und einen breiten Schlitzschraubenzieher und einen großen Kreuzschraubenzieher. Mehr ist erstmal nicht nötig. Später brauchen wir noch eine Zange und alles Dinge, die man da hat. Wenn man nicht weiß, wie es funktioniert, könnte diese Fensterkurbel ein Problem sein. Die Befestigung ist mittels einer Sperrscheibe gemacht. Man hat also hier unten eine normale Kunststoffscheibe und dann hier diese, ich nenne sie mal Sperrscheibe, die Fensterkurbel auf der Welle fixiert. Und hier dieser kleine Haken verhindert, dass diese Scheibe, die das Ganze hier verriegelt, rausrutschen kann. Man muss also hier einen Spalt schaffen, damit man dann diese Scheibe nach hinten rausziehen kann. Ganz simple Sache, wenn man weiß, wie es geht. Entweder nimmt man die Finger oder einen Schraubenzieher, drückt die untere Scheibe nach unten und zieht dann diese Sperre heraus und schon ist die Fensterkurbel entfernt. Das ist also hier der Trick, dass diese Scheibe hier das hier fixiert, damit die Fensterkurbel nicht nach oben wegrutschen kann. Die Montage ist dann später genauso einfach. Fensterkurbel drauf, das anfädeln und dann hier einschnappen lassen. Es gibt Modelle, wo das etwas anders gelöst ist. Da ist hier nicht diese Kunststoffscheibe, sondern ein Drahtclip fischert die Kurbel auf der Welle. Und da muss man sich einen Blechstreifen zurechtschnitzen. Ist hier mal ein Modell aus Pappe, mit dem man dann diesen Drahtclip herunterschieben kann. Also würde man das dann hier zwischendurch schieben, den Drahtclip dann herausschieben und das Ganze abziehen. Das Einzige ist, man muss schauen, wie rum der Drahtclip sitzt. Normalerweise sitzt er von vorn nach hinten, dass man ihn so herausschieben kann. Wenn das schon mal jemand falsch montiert hat, müsste man halt das Ganze etwas anheben, mit dem Schraubenzieher hochhebeln, mal drunter schauen, um Gewissheit zu haben, wie rum man arbeiten müsste. Ist aber eher selten, diese Variante ist häufiger anzutreffen. Der Rest ist einfach gemacht und wir sehen uns gleich wieder. So sieht es dann unter der Türpappe aus. Bei den neuen Türen mit durchgehender Scheibe natürlich etwas anders. Hier diese Folien sollen verhindern, dass Kondenswasser an die Türpappe hinanläuft. Ist hier schon gar nicht mehr so original. Die tun wir mal jetzt vorsichtig entfernen.
die Folien, die jetzt hier unten drunter sind, wurden hier oben unter der Zierleiste mit einem Clip am Blech befestigt. Das reißen wir jetzt mal nicht ab, sondern machen so weiter. Wir brauchen jetzt die Fensterkurbel und holen uns die Scheibe etwas nach unten, ne? Bis zum unteren Anschlag. Und lösen jetzt zuerst die Scheibe mit dem unteren Scheibenrahmen vom Führungsseil. Da hat man also hier eine Kombination aus Blechnasen, die man aufbiegen muss. Und einem Kunststoffclip, wie man ihn auch bei der Kabelbaumbefestigung findet. Falls der hier kaputt geht, gibt es noch als Ersatzteil neu. Ist jetzt gerade etwas widerspenstig. Jetzt. Also hier so ein Clip, den man dann einfach nur dahinter zusammendrücken muss und dann rausschieben. Jetzt ist die Scheibe von der Seilführung gelöst. Jetzt müssen wir das Seil entspannen, indem wir hier drüben die Seilspannrolle lösen. Die Seitenscheibe wird jetzt hier durch diesen Ausschnitt entnommen, lässt sich aber noch nicht anheben, da es auf beiden Seiten noch in einer Führungsschiene steckt. Die Führungsschiene hier ist hier festgeschraubt und hier in der Verlängerung des Dreiecksfenders angesteckt. Kann man also lösen und rausziehen und zur Seite wegschwenken. Und hier drin befindet sich eine Führungsschiene, die dann später in den Scheibendischgummi übergeht. Braucht man also auch nur lösen und das ist dann flexibel genug, damit die Scheibe angehoben werden kann. So, da ist die Seitenscheibe gebogen. Sie ist hier unten in dieser Führung eingepresst und kann dann durch eine neue ersetzt werden, wenn sie zu stark zerkratzt ist oder nach der Reparatur der Tür einfach wieder eingebaut werden. Bei den alten Türen ist jetzt noch das Dreiecksfenster und das ist jetzt nur noch hier am Türrahmen festgeschraubt. Und kann dann einfach in die freie Fensteröffnung hinein weggedreht werden. Damit man hier keinen Schaden macht, ist es zu empfehlen, diese Fensterdichtlippen, die hier mit der Leiste festgemacht sind, vorsichtig zu entfernen. Sieht man schon die Clips, die diese Folien hier halten. Da hat man die Dichtleiste 1, Dichtleiste 2. Jetzt ist genügend Platz, um das hier rauszunehmen. Wer das Problem hat, dass sein Dreiecksfenster zu leicht geht, also hier in dem Fall nicht, aber es gibt es ja, dass das während der Fahrt selber zuklappt. Der müsste eigentlich nur diese Verschraubung festziehen, dass es hier wieder stärker klemmt. Aber wie man sieht, ist der Aufwand dazu ziemlich groß, denn von unten kommt man nicht wirklich ran oder wird er sich mit erheblichen Verrenkungen nur plagen müssen. Im ausgebauten Zustand geht das jetzt besser. Kann man ja machen, bevor man die Scheibe wieder einbaut. Noch einen guten Zustand. Der Knebel noch fest, auch keine
Selbstverständlichkeit. Ende 99, also noch die letzten Single Pointer betreffend, gab es ja die Änderung, dass das Ausstellfenster, das Dreiecksfenster hier vorne weggefallen ist. Scheibe war dann durchgehend. An der Tür selber hat sich nicht viel verändert, nur die innere Türhaut hier unten mit einer größeren Aussparung, mit auch dann die größere Scheibe durchpasst. Ansonsten ist das vom Prinzip her alles gleich geblieben. Die größere Scheibe wird natürlich vorn etwas anders geführt, das ist klar. Und sie wird an zwei Stellen mit dem Seil verbunden, damit es beim Heben und Senken gleichmäßig abgeht und nicht zu Verkantungen kommt. Natürlich auch der Kurbelapparat etwas anders, der Apparat selber nicht, aber die Seilführung hier in der Tür, zwei Umlenkrollen befestigt, die Seilspannrolle in einer anderen Position. Aber das Prinzip ist gleich geblieben und wer sich bis hierhin vorgearbeitet hat, erkennt auch, was er tun muss, um die Scheibe erfolgreich auszubauen. Bei solchen Dingen ist der Blick in den Ersatzteilkatalog immer mal zu empfehlen. Kann man sich einen Überblick verschaffen, was einen erwartet und wie die Teile aufgebaut sind.